Er ist wirklich äußerst vielversprechend. Johannes Lamparta aus Rom ist gerade einmal 19 Jahre alt, aber schon ist er beim Weltcup der nordischen Kombinierer in Finnland auf dem Podest gestanden. Johannes Lamparta, das ist ein Name, den müssen wir uns alle merken und dick unterstreichen. Die Lobeshymnen der Trainer, die waren sehr, sehr laut und sehr, sehr lang. Er kann Dinge eins zu eins umsetzen. Das andere ist sicher, dass er eine Begeisterungsfähigkeit hat. Was folgt, ist bis dato eine einzige Erfolgsgeschichte. Lamparta holt allein bei den Juniorenweltmeisterschaften 6 Medaillen. Zuletzt gelingt ihm beim Weltcup in Finnland der erste Podestplatz bei den ganz Großen. Und das mit 19 Jahren. Juniorenweltmeister 2019, dann nochmal Silber im Jahr 2020. 19 Jahre alt erst und unheimlich konstant. Die Hielser ist bei 142 und er schafft 147 genau. Er wird irgendwann die nordische Kombination genauso beherrschen, wie es einst Hannu Manninen tat oder Jason Amichapuis. In Höhe wir die meisten Athleten da. Mr. Konstanz, die Ränge 2, 6, 4, 4, 5, 7. Immer in den Top 7 klassiert, in den ersten 6 Einzelbewerben. Lamparta schlägt Rizek. Das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Ich möchte einfach weiterarbeiten, Schritt für Schritt, mich weiterentwickeln. Auf der Schanzen und auch auf der Loipen möchte ich mitkämpfen mit den Besten. Johannes Lamparta hat alles, was man für den Spitzensport braucht. Mal schauen, wo der Weg des Riesentalents in den nächsten Jahren hinführt. Bis bald. Ciao.